Moin zusammen! In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem neuen generativen Löschen-Feature von Lumina Neo. Wir haben unser Foto bereits in Lumina importiert. Jetzt klicken wir einmal auf das Bild, um es auszuwählen, und klicken anschließend auf Generatives Löschen. Nun wählen wir aus, was wir gelöscht haben wollen, indem wir einfach mit gedrückter Maus da längs gehen. Es wird dann rot dargestellt, was gelöscht werden soll. Das Programm rechnet jetzt. Ich beschleunige das mal etwas. Nun ist es fertig mit dem Rausrechnen und wir sehen das Bild ohne den Schatten, welchen wir eben entfernt haben. Perfekt ist es natürlich nicht, aber wenn man nicht wüsste, dass das Bild eben noch anders aussah, würden es die meisten vermutlich nicht erkennen. Und auch mich stört es jetzt beim Schneiden des Videos nicht mehr so stark. Beim Bearbeiten des Fotos dachte ich noch, dass es unnatürlicher aussieht. Aber jetzt denke ich, dass es so wirklich aussehen könnte. Wir versuchen jetzt nochmal das Auto zu entfernen. Hier ist es nicht so gut gelungen. Ich erahne das Auto noch, vermutlich auch, weil ich weiß, dass es da stand, aber ich sehe das Auto immer noch ein bisschen. Und hier gefällt es mir nicht so gut, weshalb ich diese Änderung jetzt auch rückgängig mache. Denn dieses Auto stört nicht wirklich stark im Bild. Jetzt speichere ich das generative Löschen und schneide das Foto etwas zu. Hier versuche ich jetzt, das Bild stark zu drehen, da der Tannen- oder Kiefernzapfen sehr schräg liegt. Jetzt ist der Horizont aber schief, weshalb ich es wieder zurückdrehe. Da der Schatten hier recht klein war, wäre das Entfernen nicht unbedingt nötig gewesen. Aber ich finde, das Foto sieht so doch recht gut aus. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie stark ihr es seht, dass hier etwas entfernt wurde und ob ihr das Auto auch entfernt hättet. Grüß Oma und abonnieren nicht vergessen!